So, mein Lieben, kurzes Update zum Kryptomarkt. Wir haben gestern noch darüber gesprochen, dass sich der Markt relativ träge bewegt in den letzten Wochen und dann kam hier ein doch durchaus größerer Impuls nach unten. Wir waren an der Spitze bei knapp 7% hier im Minus. Ethereum hat knapp 5% einbüßen müssen an der Spitze unten. Und Grund war, dass die SEC, also die Aufsichtsbehörde der Börse aus den USA, eine neue Klage gegen Binance eingereicht hat, beziehungsweise die gesamten Klagen, die schon existieren, das ist jetzt kein neues Thema, deutlich intensivieren. Wir hatten schon Anfang des Jahres, beziehungsweise im April, hatten wir schon deutliche Schüsse aus den Aussichtsbehörden gegen Binance und da steckt vielleicht ein bisschen mehr hinter als einfach nur, dass Binance sich möglicherweise nicht ganz so transparent verhält, wie es sich verhalten sollte. Für uns muss klar sein, Binance ist die Exchange. Binance ist die größte Exchange überhaupt. Und dass da nicht alles super transparent ist, das ist, denke ich, auf der einen Seite schon irgendwo auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein gefundenes Fressen dafür, wenn wir betrachten Ost gegen West. Wir haben diesen Konflikt an der Börse, aber auch darüber hinaus hier schon häufiger thematisiert, vor allem auch auf meinem Instagram-Account. Und das sind immer wieder Dinge, dessen wir uns bewusst sein müssen, dass immer wieder diese Schüsse kommen werden, solange nicht entweder der Kampf fertig ausgetragen ist oder es eine Lösung für beide Seiten geben sollte. Lass uns erstmal reinschauen, was ist der Grund? Ja, hier die Klage, die ist schon relativ aussagekräftig. Binance wird als Netz der Täuschung bezeichnet. Wir sehen hier Umsatzmanipulation, Täuschung und unerlaubte Wertpapiergeschäfte. 13 Klagen und 13 schwere Vorwürfe werden gegen die weltgrößte Kryptobörse hier veräußert. Und Binance hat auch mit seinem Stablecoin, dem Binance US-Dollar, bereits schon den viertgrößten Coin an letztendlich Marktkapitalisierung und letztendlich aus dem Kryptospace gar nicht mehr wegzudenken. Nichtsdestotrotz, Binance kommt aus China und wir haben sowas zum Beispiel wie Coinbase oder entsprechend auch seinerzeit FTX aus den USA und die stehen im Clinch. Und wir sehen das vor allem auch im Hintergrund, was damals so die Handelskriege anbelangte, was aber auch jetzt immer wieder anbelangt, beispielsweise der Währungskrieg, der US-Dollar gegen die chinesische Währung. Das sind immer wieder Punkte, die kollidieren. Und deswegen wird das Ding hier definitiv nicht locker lassen, beziehungsweise wird es immer und immer wieder irgendwie aufgewärmt, bis ja entweder eine gemeinsame Lösung gefunden wird, wovon ich eher nicht ausgehe, aber das ist meine Ansicht quasi über dessen, was so in der Welt passiert, oder dass letztendlich dieser Kampf irgendwie ausgetragen wird. Und Binance ist letztendlich immer im Schussfeld, weil zum einen wir hier sehen unerlaubte Wertpapiergeschäfte. Einige davon beziehen sich auf das Metaverse. Da sind die Coins dabei, die hier als Sicherheiten getradet werden. Und da fehlen einfach die Registrierungen, da fehlen letztendlich die entsprechenden Regulationen. Dementsprechend wird da Binance schon angeklagt und gesagt, ey, das dürft ihr gar nicht, das dürft ihr gar nicht so handeln, wie ihr es anbietet. Und der nächste Punkt ist, dass wohl sehr, sehr viele Kundengelder mit privaten Geldern vermischt wurden und Transaktionen zu einer anderen Unternehmung festgestellt wurden, die unter voller Kontrolle vom CEO, von CZ, von Binance letztendlich stehen. Das heißt also, auch da können wir dann von Veruntreuung sprechen, wenn das denn genau der Fall ist. CZ hat sich natürlich auf Twitter direkt schon zurückgemeldet. Ja, und bezieht sich da eher auf Fear, Uncertainty, Doubt, also bezeichnet das Ganze als FUD und macht hier quasi sein klassisches Spiel, indem er die Community aufruft und sagt Strong Together. Also, das ist der klassische Move. Da sehen wir Our Response auch entsprechend sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein Konflikt, der nicht rein einfach nur auf, dass da irgendwelche unregulatorischen Dinge passieren. Das kann sicherlich oder mag sicherlich großer Bestandteil sein. Ich persönlich glaube, der Hauptgrund ist dieser Konflikt, der im Hintergrund abläuft. Und das wird nicht aufhören, bis es letztendlich irgendein Ergebnis daraus gibt, ob im Positiven oder im Negativen. Deswegen nochmal ein wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte. Und zwar, wenn du Kryptos langfristig halten möchtest, beziehungsweise in Krypto investieren möchtest, dann macht es am meisten Sinn, eine Cold Wallet zu verwenden. Und ja, auch Cold Wallets, wie wir zum Beispiel letztens gesehen haben mit dem Ledger, haben manchmal das Problem, dass dann Firmware-Updates kommen sollen, die das Ganze doch cloud-basiert speichern. Aber auch da würde ich dir empfehlen,
dass du dich damit auseinandersetzt, welche Firmware oder welches Update jetzt wirklich gemacht werden muss, weil meistens ist es dann gar nicht so dramatisch und du musst dieses Update nicht machen. Und mit dieser Cold Wallet sind das auf jeden Fall deine Coins, weil du die Schlüssel dazu hast. Hot Wallets, wie du sie zum Beispiel bei MetaMask hast, sind nicht unbedingt empfehlenswert. Die sind wohl zumindest meines Wissens nach sehr, sehr leicht attackierbar. Leicht im Sinne von, was das Ganze an Aufwand anbelangt. Und auf Exchanges liegen zu haben, ist nie gut, weil Punkt 1, wir haben gesehen, so eine Exchange kann innerhalb von Minuten zusammenbrechen. Punkt 2, gerade wenn du hier so einen Clinch siehst zwischen Ost und West, dann kannst du dir eigentlich ziemlich sicher sein, dass sich der Konflikt noch ein bisschen weiter erstrecken wird und da nicht so schnell Ruhe einkehren wird. Und wenn irgendwo tatsächlich Binance angreifbar ist, und anscheinend ist Binance angreifbar, in welchem Maß, das sei jetzt dahingestellt, aber die Sicherheit ist da doch deutlich gefährdet, dann macht es wenig Sinn, Coins auf dieser Exchange liegen zu haben. Ich persönlich empfehle, ich halte ja keine Kryptowährung als Investment. Das sage ich ja ganz deutlich immer, aber wenn, dann würde ich den Betrag immer auf eine Cold Wallet packen, und das wäre mir auch die $100 wert, mir so ein Ledger zu kaufen, oder vielleicht gibt es auch schon was Günstigeres, aber mir einen kleinen Teil zum Beispiel dann fürs Trading auf der Exchange liegen zu haben. Das ist dann das Kollateral, das ist das Risiko, was du dann halt quasi eingehen musst. Oder du schickst es dir immer und immer wieder hin und her. Würde ich persönlich jetzt kein Freund sein, aber so wenig wie nötig und so, ja, quasi so wenig wie nötig auf der Exchange liegen zu haben. Denn das ganze Spiel, das ist nicht vorbei. Das ganze Spiel wird sich noch ein bisschen ziehen, und je nachdem, was da rauskommt, mit Sicherheit wird die SEC nicht einfach ruhig bleiben, selbst wenn hier passende Antworten, passende Statements von Binance kommen. Wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, Binance scheint nicht ganz so sauber zu sein. Und wir haben auch schon seit längerem darüber gesprochen und abgeraten, Coins auf Binance zu halten. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also es gibt viele Exchanges, und Binance ist vielleicht eine sehr, sehr komfortable, weil gewohnt, weil groß, heißt aber nicht, gerade im Crypto-Space, dass groß automatisch vor jeglichen Sicherheitsmaßnahmen schützt. Wir sind verpartnert mit der anderen Plattform Bitget. Auch da empfehle ich, dass du deine Kryptos, deine Coins da nicht langfristig drauf hältst oder drauf liegen lässt. Aber nichtsdestotrotz scheint es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt da ein bisschen runder zu laufen als bei Binance selber. Aber nach wie vor immer nur die Funds drauf liegen zu haben, die, mit denen du tradest, scheint definitiv die beste Idee zu sein, die du da haben kannst. Naja, und in dem Zusammenhang ging es dann auch für Bitcoin gestern ordentlich nach unten. Auf Tagesbasis immer noch nicht super dramatisch, weil wir jetzt zwar hier das Tief nach unten angetestet haben und ein tieferes Tief gebildet haben, aber nur Liquidität darunter gefischt haben. Deswegen ist das soweit noch in Ordnung. Wir brauchen aber selbstverständlich jetzt die Stabilität. Wir kommen aus einem höheren Hoch. Wir sind jetzt in ein Liquiditätsabgriff, in ein Tief gefallen. Und wie gesagt, das ist noch nicht das Ende vom Lied. Wir sehen hier, das kann erstmal zur weiteren Stabilisierung dann auch hier fortführen. Und dann wird sich entscheiden, kommen wir hier nach oben raus und müssen auf jeden Fall oberhalb der 27,2 schließen in den nächsten Tagen für einen möglichen Bullenimpuls. Falls das nicht der Fall ist, falls jetzt auch die Börsen schwächer werden, zum Beispiel durch einen Einkaufsmanager-Index, der nicht ganz so Bombe ausfällt oder ausgefallen ist, dann kann es hier erstmal weiter nach unten gehen. Erste Umverteilungszone scheint hier die 24K zu sein. Nächste Umverteilungszone scheint hier die 20,4 zu sein. Und das wäre der Bereich, wo ich mittel- bis langfristig mein Augenmerk drauf legen würde, wenn ich langfristig nach Kaufchancen suchen würde. Ansonsten ist das Ganze hier mit ganz kurzfristigem Aufwärtspotenzial verbunden aufgrund des Liquiditätsuntergriffes. Aber mittelfristig ist das Ganze hier erstmal zur Korrektur verdammt. Und solche News schmecken den Märkten natürlich auch nicht. Und wir haben gestern darüber gesprochen, viele, viele der Infos, die sind jetzt nicht super positiv bewerten, auch nicht negativ, eher neutral. Und so ein Beigeschmack kann dann natürlich erstmal auch den Wind aus den Segeln nehmen und sich erstmal ein bisschen nach unten bewegen. Trotzdem, das langfristige Bild, also das super langfristige Bild, ist abwärts gerichtet. Ja, das ist ganz klar. Mittelfristig sind wir hier noch nicht super abwärts gerichtet, sondern haben immer noch ein gewisses Aufwärtspotenzial. Und solange wir zum Beispiel auch diese Unterstützung nicht reißen, ist das Ganze noch in Ordnung. Meist in der Situation sieht es schlimmer aus, als es ist, im Großen und Ganzen. Wenn du ein bisschen herauszoomst, dann zeigt sich meistens, okay, da wird sich jetzt Liquidität geholt, und da werden solche News natürlich gerne zum Abverkauf genommen,
um dann ins Bigger Picture zu handeln. Nach wie vor lasse ich mich verrückt machen, lasse ich durch solche Meldungen nicht in Unsicherheit bringen, sondern informiere dich sehr, sehr gerne, versuche das große Bild zu betrachten und dann kannst du deutlich rationalere Entscheidungen treffen. Und das war es dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche einen wunderschönen Start in diesen Tag. Ganz liebe Grüße, dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.